Maschinen und zwei Hebebühnen und Keller, wo die Kisten lagern von Männchen. An dieser Bauhaus, oder das Bauhaus, das wir gerade bewohnen, haben den Baum wehgetan, haben das Loch kaputt gemacht, in dem wir drin waren, haben uns vom Baumhaus geholt, haben die anderen Menschen, mit denen wir zusammengelebt haben, mitgenommen. Und denken wahrscheinlich, die hätten gewonnen, aber sie können nicht gewinnen. Weil sie den Wald genauso brauchen und diese Erde. Und das einfach nicht verstehen, dass wir nicht für uns kämpfen, sondern für uns alle. Und dass es keinen Weg gibt ohne Wälder. Dass dieser Wald einfach wunderschön ist. Sie werden nie verstehen, wie das ist, auf so einem Baum zu sitzen und zu fühlen, dass man auf einem lebenden Nächsten wohnt, dass sich bewegt, wenn es entsteht, oder Schiss zu haben, wenn es stürmischer ist. Sie werden nie verstehen, wie es ist, mit Menschen zusammenzuleben, denen es scheißegal ist, wie du heißt, wie alt du bist oder was du für einen Schulabschluss hast. Dass sie versuchen, ihre Hierarchie frei zu leben und gegenseitig zu respektieren, ohne Geld. Scheißegal, dass wir Geld nicht brauchen, sondern Menschen, die uns akzeptieren, einfach so wie wir sind. Dass sie jeden Morgen aufgewacht sind und wussten, dass sie am richtigen Ort sind. Dass sie um keinen Preis tauschen würden. Dass ich lieber jetzt ins Gefängnis gehe, als mit irgendwem von denen zu tauschen. Weil ich weiß, dass ich das Richtige mache. Und weil ich weiß, dass ich genau da bin, wo ich hingehöre. Genau das tue. Die schönste Zeit meines Lebens war hier und ich so viel gelernt habe. All das, was ich draußen in der Gesellschaft nie hätte lernen können. Dass ich jetzt die ganze Scheiße, die Gesellschaft mir eingetrichtert hat, dann erst wieder vergessen musste. Mich mit anderen Menschen zu vergleichen oder zu konkurrieren oder was angeblich wichtig ist, wie wir aussehen. Diese ganze Scheiße musste ich wieder verlernen. Aber das haben die Menschen mir hier gezeigt, dass es nicht wichtig ist. Sie haben mich als Wesen akzeptiert. Das können die mir nicht mehr wegnehmen. All diese Erinnerungen, die ich habe, können sie mir nicht mehr wegnehmen. Und sie können auch diesen Kampf hier nicht gewinnen, weil draußen so viele Menschen hinter uns stehen. So viele. Und hinter diesen Menschen steht ein Konzern oder Zukunft. Hinter diesen Menschen hier steht nichts als ein Arbeitsvertrag. Das sind Lohnarbeiterinnen. Und sonst nichts. Und deswegen ist mir egal, ob ich jetzt heute von diesem Traum ausgeholt wurde. Ich weiß, die anderen Menschen kämpfen weiter und ich weiß, sie werden es den Menschen hier verdammt schwer machen. Und ich bin super stolz auf all diese Menschen, die es schaffen, Baumhäuser mit ihren Händen zu bauen. Und diese Menschen schaffen.